Heute ist ein trauriger Jahrestag, denn heute vor genau 20 Jahren wurde das Leben der Familie Aslan in Mölln zerstört. Am 23. November 1992 warfen Neonazis Brandsätze in zwei Häuser in Mölln, die von türkischen Familien bewohnt worden sind. Darin kamen in Flammen eine ältere Frau und zwei kleine Mädchen ums Leben. Zwei Reporterinnen des Norddeutschen Rundfunks haben die Überlebenden über 4 Jahre begleitet und sie haben festgestellt, dass die Familie Aslan noch heute mit den Folgen dieses Brandanschlags kämpft. Hier sind Ausschnitte aus ihrer Dokumentation. Meine Schwester und meine Cousine sind in diesem Zimmer im Mittelgeschoss, sind die beiden erstickt und sind auch dort gestorben. In der Nacht zum 23. November 1992 starben drei Familienmitglieder der Aslans. Zwei Neonazis hatten ihr Haus angezündet. Das Feuer dieser Nacht hat sich tief in die Seelen der überlebenden Familienmitglieder hineingebrannt. Ich benutze ja sehr viele Beruhigungstabletten, weil ich nicht schlafen kann. Und ich kann nicht in Ruhe mit meinen Kindern reden, weil ich habe so viel Aggression in mir drin. Ich weiß nicht, woher das kommt. Und deswegen möchte ich das den Kindern nicht zeigen. Sohn Ibrahim war damals 4,5 Stunden in den Flammen eingeschlossen. Ganz losgeworden ist er ihn nie, den Rauch von damals. Seit dem Brandanschlag kämpft Ibrahim mit unkontrollierten Hustenattacken. Wie kann man trotzdem ein neues, vielleicht auch unbekümmertes Leben führen? Die Vergangenheit lässt die Familie nicht los, obwohl die Täter längst ihre Haftstrafen abgesessen haben. Vielleicht schämen sie sich dafür, weißt du? Und das würde ich gerne mal wissen, ne? ob die wirklich erst bereuen, was sie getan haben. 20 Jahre ist das jetzt her. Die Familie lebt seitdem in einem Zwiespalt. Die Öffentlichkeit an die sinnlose Tat und die Opfer erinnern und sich gleichzeitig danach zu sehnen, mit der furchtbaren Tat endlich abschließen zu können. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.